Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich bin der Remo und ich bin natürlich, wie es zu erkennen ist, nicht in Berlin und auch nicht in Brandenburg. Ich bin im Bayerischen Wald, genauer gesagt in der Nähe von Schönberg, in einem Familienhotel, das nennt sich Landhaus zur Ohr. Vorher hatte ich angefragt, ob ich hier laden kann. Das heißt, ich habe ja wunderbar die Möglichkeit, an der Destination, also am Ziel, am Destination Charger aufzuladen. Das, was ich dann hinter der Steckdose gesehen habe, das hat mich so begeistert, dass ich euch das gerne mal in diesem Video näher zeigen möchte. Viel Spaß dabei! Ja, ich glaube, vielen Hoteliers und Restaurantbesitzern oder Freibädern ist gar nicht bewusst, wie wichtig diese Destination Charger gerade für uns Elektromobilisten sind. Wir planen die Strecke immer so, dass wir möglichst wenig Ladestopps haben, dass wir dementsprechend mit gern 0% hier am Ziel ankommen, einfach um die Zeit zu sparen, weil das Auto ja dann eh rumsteht, ein paar Tage zur Not, um das Auto wieder aufzuladen. Das heißt also, diese Destination Charger sind für mich mittlerweile fast Voraussetzung, um das Hotel anzufahren und dann dort zu übernachten. Dass der Destination Charger nicht gleich unbedingt immer zwei Wallboxen oder ein Schnelllader sein müssen, zeigt dieses Beispiel. Wir haben also hier gleich an der Häuserecke nach der Auffahrt zwei wunderbar markierte Parkplätze mit jeweils zwei Schuko-Steckdosen auf der einen Seite und zwei CE-Dosen auf der anderen Seite. Dadurch, dass die Autos ja wirklich teilweise über Nacht laden können, ist es gar kein Thema. Unser Auto hat zum Beispiel mit fast 0% in etwa 12,5 Stunden geladen. Für die Weiterfahrt ist es genauso wichtig. Das heißt also, wenn ich hier losfahre mit ein paar Prozent, möchte ich nicht gleich nach einer halben Stunde wieder am Schnelllader stehen und warten müssen, sondern ich möchte natürlich nach Möglichkeit mit einem vollen Akku losfahren. Ja, deswegen möchte ich mich gerne bedanken für den Strom vom Landhaus zur Ohr. Und es war ein wunderschöner Urlaub, den wir bei euch hatten. Vielen Dank dafür und natürlich auch vielen Dank für den Strom. Was mich an diesem Hotel außerdem noch fasziniert hat, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit und Umgang mit natürlichen Ressourcen ziemlich groß geschrieben wird, ohne dass es groß breit getreten wird. Also ich habe es vorher nicht gelesen. Normalerweise so, dass die Leute dann damit gleich Werbung machen und das groß draußen an die Tafeln schreiben. Das ist hier also überhaupt nicht der Fall. Das sind so viele Sachen. Ich versuche jetzt mal ein paar davon aufzuzählen, die mir wunderbar gefallen haben. Zum einen natürlich, was ihr schon gesehen habt in den Bildern, dass auf dem Reiterhof und auf dem Stall Massen von PV-Modulen sind. Da sind 27 Reihen, also 27 in den Längen, einmal 6 und einmal 4. Das sind also unheimlich viele Module, die da drauf sind, die also, denke ich, locker den Bedarf des ganzen Gasthofes decken. Das finde ich eine super Sache, dass man die Fläche, die da ist, auch nutzt. Die ist auch wunderbar ausgerichtet. Gen Süden. Auf dem Gästehaus selber sind auch relativ viele Module für Solarthermie. Also hier wird das Wasser dementsprechend auch mit der Solarenergie, also mit der Wärmeenergie der Sonne warm gemacht. Ich hatte jetzt leider nicht die Möglichkeit, mich mit dem Inhaber kurz nochmal zu unterhalten. Aber ich gehe mal davon aus, dass es im Grunde zumindest in 9 bis 10 Monaten ausreichen sollte und vielleicht nur in 2-3 Monaten zusätzlich nochmal vielleicht mit Gas die Wärmegeschichten erhitzt werden müssen. Insofern also da eine ziemlich große Nachhaltigkeitsthematik. Das Ganze zieht sich weiter auch durch die Küche. Wir haben also am Buffet im Grunde oder beim Essen am Abend abwechselnd Buffetform oder halt eben so eine Art Speisekarte mit 3 Gerichten. Diese 3 Gerichte sparen im Grunde relativ viele Ressourcen. Ne? Der Gast bekommt dann den Teller hingestellt, den er am Abend vorher bestellt hat. Beim Buffet war es so, dass wenn jetzt Sachen übrig geblieben sind abends vom Schweinebraten, dass es dann zum nächsten Tag, zum Mittag, zum Buffet so ganz kleine Schweinemedaillons auf ganz wenig Kartoffelsalat gab, also so als Kleinsnack. Das heißt, also ich hatte jedes Gefühl, dass relativ viele Sachen, die es am Tag vorher gab, dann zum Mittag gab, aufgearbeitet in anderer Form, in andere Form gebracht. Zum Beispiel Knödel, die waren den einen Tag natürlich in der Knödelform. Am nächsten Tag waren die etwas getrocknet, in kleine Stückchen geschnitten. Was ich für völlig in Ordnung finde, einfach um hier auch Ressourcen zu sparen, ja, und nicht großartig den Trog für die Schweine damit zu füllen. Dass also möglichst viel aufgegessen wird und wieder verwendet wird. Für die Kinder gibt es ein ganz tolles
Projekt, ich glaube, leerer Teller, voller Bauch heißt das. Da bekommen die Kinder abends, wenn der Teller dann leer ist, tatsächlich einen Stempel in so ein kleines Heftchen und bekommen dann halt eben nochmal ein kleines Geschenk dafür. Einfach, dass die Kinder schon merken, okay, ich nehme mir wirklich nur so viel, wie ich auch esse. Und im Gespräch mit den Eltern eben die Thematik nochmal aufnehme, dass das, was halt eben auf dem Teller bleibt, direkt im Müll landet. Dritte Sache, die mir sehr positiv aufgefallen ist, dass ich hier kaum Plastikspielzeuge gesehen habe. Klar, sicherlich das eine oder andere Bobbycar ist mit dabei. Ansonsten seht ihr schon hinter mir, wird sehr viel Holz verwendet. Lustigerweise wird das auch mit den Gästen selber teilweise aus dem Wald geholt, zusammen weiterverarbeitet bei Tooltime-Zeiten, wo dann im Grunde alle zusammenarbeiten und sich neue Sachen einfallen lassen. Also wir haben zum Beispiel einen Fitnessparcours nur mit Hölzern, nur mit Baumstämmen. Hier so eine Ausgucke, so eine kleinen Rastplätze auch, alles aus Holz. Ganze Spielplätze sind aus Holz gemacht, außer die ganz kleinen. Für die ganz kleinen, da sind es Metallgeschichten. Ich vermute mal aufgrund der Splittermöglichkeit, dass man da das Risiko nicht eingehen möchte. Ansonsten wird da wirklich sehr viel von den Natursachen hier auch verwendet. Den einen Tag haben wir sogar wirklich direkt aus dem Wald hinter mir vier Bäume rausgeholt, die alle schon tot waren, die dann weiterverarbeitet wurden zu Bänken oder Spielplatzgeschichten, Wippen oder irgendwie sowas, Sitzgelegenheiten. Also das hat mich auch ziemlich fasziniert. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich wollte euch einfach mal einen kleinen Einblick geben, was neben einer normalen Ladeinfrastruktur auch noch so Spannendes, Nachhaltiges gemacht werden kann, was nachhaltig dann die Umwelt schont und Ressourcen einspart. Bitte versteht das nicht als Werbung. Wir bekommen hier weder Geld noch irgendwas dafür. Die Hotelnacht kam genauso viel wie bei anderen Gästen auch. Wir als Interessengemeinschaft Elektromobilität wollen euch aufzeigen, was funktioniert, was es gibt, welche Möglichkeiten es gibt. Ihr seht, dass es gar nicht mal so wahnsinnig teure, große Aktionen sein müssen, die unser Herz schon höher schlagen lassen. Kommt ins Gespräch, sprecht ruhig mal mit den Hotels, mit den Ferienwohnungen, wo ihr hinfahrt, mit den Restaurants, wo ihr aufschlagt, ob ihr dort laden dürft, ob die Möglichkeit besteht, irgendwo eine Lademöglichkeit errichtet zu werden. Teilweise reicht ja wirklich eine Schokosteckdose. Wenn das im Gespräch ist, wenn das immer weiter wieder den Stein höhlt, dann wird es jeden Tag immer besser mit der Elektromobilität. Und das, was ich jetzt auch hier im Urlaub wieder gemerkt habe, dass viele Leute gar nicht wissen, was geht, was es gibt, was funktioniert. Also ich habe mich hier mit einigen Hotelgästen unterhalten. Da ging es also von Plastikmüll über PV-Module, über Elektroautos. Und da habe ich viele Unwahrheiten halt oder beziehungsweise Halbwahrheiten aufklären können. Und ja, das ist unser Ziel, das ist unser täglicher Geist des Aufstehens und weiter nach vorne preschen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Durch unsere über 150 Mitglieder haben wir keine Luft mehr. Ich hab zu viel gefressen. Ich mach's nochmal.